So. Habe ich doch meinen Auftrag wieder erfüllt und das Buch beschafft, was mein Klient haben wollte. Aber bevor ich das natürlich abgebe, möchte ich es auch gerne lesen. Rimanada. Verfasser unbekannt. Kapitel 1. Sankretor und die Geburt von Rehman. Und in jenen Tagen war das Reich von Cyrodiil nur noch eine Erinnerung, denn nach Krieg, Hungersnot und Schreckensplage, Hungersnot durch Schreckensplage und ruhelose Herrschaft hatte sich der Westen vom Osten abgespalten und die Entfremdung Kolovias dauerte gut 400 Jahre. Und die Erde krankte an dieser Trennung, die einst würdigen Westkönige von Anvil, Sarchal, Falkenregen und Delodil wurden durch Stolz und Habgier zu Raubtieren und der Bund geriet in Vergessenheit. Im Herzland verlief es nicht besser, denn Magiern und falsche Mottenprinzen erlagen dem Drogenrausch oder dem Studium des Bösen und viele Generationen lang saß niemand auf dem staubigen Thron. Warnungen vor Schlangen und die Schlangen selbst blieben unbeachtet und das Land verblutete mit Geistern und tiefen Löchern unter kalten Häfen. Es wird sogar erzählt, dass das Himmel Abal, das Amulett der Könige des Ruhmes, verloren ging und das Volk keinen Grund sah, danach zu suchen. Und es war während dieser finsteren Zeit, dass König Groll aus den Ländern jenseits des verlorenen Twill mit einer Gruppe fahrender Ritter, 17 an der Zahl, aufbrach, allesamt Söhne und Töchter des Westens. Denn Groll hatte in seinen Visionen die Ankunft der Schlangen vorausgesehen und war bemüht, alle Grenzen seiner Vorfahren zu heilen. Und dieser Schar erschien schließlich ein Geist, der kein anderer war als El-Estia, Königin des Altertums, die in der linken Hand des Drachenfeuers, des Akatosh und in der rechten Hand die Juwelen des Bundes hielt. Und in ihrer Brust war eine Wunde, aus der sich das Nichts über ihre verstümmelten Füße ergoss. Und als Groll und seine Ritter, El-Estia und Himmel Abarwal, erblickten, jammerten sie und sanken auf die Knie und beteten, dass alle Dinge wieder recht gemacht würden. Zu ihnen sagte der Geist: Ich bin die Heilerin aller Menschen und die Mutter der Drachen. Aber da ihr so oft vor mir weggelaufen seid, so werde ich laufen, bis ihr meinen Schmerz kennenlernt, der euch und dieses ganze Land umbringt. Und der Geist floh vor ihnen, und sie teilten sich, um ihn in den Hügeln und Wäldern zu suchen, und alle grämten sich, weil ihr Volk nunmehr aus Schurken bestand. Groll und sein Schildknecht waren die einzigen, die sie fanden, und der König sprach zu ihr. Er sagte: Ich liebe euch, süße Alice, süße Frau von Shor, von Auriel und von dem heiligen Stier, und ich bin gewillt, dieses Land wieder lebendig zu machen. Nicht durch Schmerz, sondern durch eine Rückkehr zum Drachenfeuer des Bundes, um Osten und Westen wieder zu vereinigen und alles Verderben abschütteln. Und der Schildknecht war Zeuge, wie sich der Geist nackt seinen König öffnete. Und er meißelte in einen nahen Felsen die Worte, und Groll beschlief einen Hügel, um dann im Angesicht ihrer Vereinigung zu sterben. Als die restlichen 15 Ritter König Groll fanden, lehnte dieser vor Erschöpfung gestorben an einem Hügel aus Schlamm. Die Gruppe teilte sich und jeder ging seinen Weg. Einige wurden wahnsinnig und die zwei, die in ihr Heimatland jenseits von Twill zurückkehrten, wollten nichts über Groll sagen und schämten sich seiner. Aber nach 9 Monaten wuchs der Erdhügel zu einem kleinen Berg und unter den Hirten und Stieren erhob sich Geflüster. Eine kleine Gemeinschaft von Gläubigen versammelte sich um diesen wachsenden Hügel, als er begann, sich zu rühren, und diese waren die ersten, die in den goldenen Hügel Sankrtor nannten. Und es war die Schäferin Sedwenna, die es wagte, den Hügel zu besteigen, und sie den ersten Schrei hörte, und auf seinem Gipfel sah sie, was er hervorgebracht hatte, einen Säugling, den sie Rema nannte, was Licht der Menschen bedeutet. Und auf der Stirn des Kindes war Chim-El-Ababal, Ababal, mit dem Feuer der Drachen von einst und der göttlichen Verheißung leuchtend, und niemand wagte es, sich Sedwenna in den Weg zu stellen, als sie die Stufen des Weißgoldturms hinaufstieg, um den Säugling Rehman auf seinen Thron zu setzen, wo er wie ein Erwachsener sprach und das verkündete: Ich bin das Reich Cyrodiil. Kapitel 2. Der Ritter Renald, Klinge des Schweins. Und in den Tagen der Übergangsregierung ging der Himmel Ababal abermals bei den Kleinkriegen zwischen
heidnisch gewordenen Königen verloren. Westen und Osten kannten keine Einigkeit und alle Länder außerhalb von Cyrodiil betrachteten es als ein Nest von Schlangen und Schlangenmenschen. Und noch 400 Jahre lang blieb das Reich Remans gespalten. Und nur die Anstrengungen einer Gruppe treu gebliebener Ritter verhinderten, dass all seine Grenzen weit aufgerissen wurden. Diese treuen Ritter trugen damals keinen Namen, aber sie waren durch ihre östlichen Schwerter und bemalten Augen bekannt. Man munkelte, sie seien Nachkommen der Leibgarde des alten Reman. Einer von ihnen, genannt Chevalier Renald, erkannte den Heldenmut Culicains und half diesen, den Thron zu besteigen. Erst später wurde offenbart, dass Renald dieses tat, um näher an Talos, auch genannt Sturmkrone, heranzukommen. Den ruhmvollen, noch Kaiser Tiber Septim erst noch später, was nochmal? Den ruhmvollen, noch Kaiser Tiber Septim erst noch später, dass er dieses auf Befehl eines Schweins tat. Nee, Quatsch. Erst später wurde offenbart, dass Renald dieses tat, um näher an Talos, auch genannt Sturmkrone, heranzukommen, den ruhmvollen noch Kaiser Tiber Septim, erst noch später, dass er dieses auf Befehl des Schweins... Ich verstehe den Satz nicht. Lange war der Ritter des Drachenbanners Ruhm beschieden, die niemand anders anerkannten und schon zuvor in Ländern jenseits vieler Meere Brüder waren und nun Brüder... nach dem Gesetz genannt, die Klingenkapitulation von Fahnenpass. Und da ihre Adern Vampirblut ballte, lebten diese verbrüderten Ritter viele Jahrhunderte lang, überdauerten auch Reman und hielten dann Wache über sein Mündel, den Schlangenkönig Versidu Shaye. Der Schlangenhauptmann Verschu wurde der Beschützer des nördlichen Westens, als der schwarze Pfeil Savirien Shorak traf. Anmerkungen an diesem Punkt deuteten zerrissene Seiten darauf hin, dass der Rest dieses antiken Buches verloren gegangen ist. Okay, da fehlt wohl noch was. Vielleicht finde ich das Ganze irgendwo. Mal gucken gehen.